Gut. Wenn du der König des Sprints werden willst, musst du schnelle Entscheidungen treffen. Verpasst du eine Kurve, bist du so gut wie erledigt, aber keine Panik, wir warten im Ziel auf dich. Ja, das sieht ganz anspruchsvoll aus, der Sprint. Aber wir werden den guten Kavi und seine Boy schon schlagen. Ein Toyota Supra ist das. Das ist ein. Oh, ein Nissan. Was auch immer für einer. Und das ist unser Hyundai Coupé. Und der vierte im Bunde ist ein. Lass mich nicht lügen. Ein Mazda. RX-7 oder RX-8. Ich glaube, RX-7 ist das. So, bester Start. Nicht. Der war nicht so prickelnd. Wenigstens haben wir noch ein bisschen was für Burnout bekommen. Für unser Burnout-Syndrom. Hahaha. So, gleich mal die Abkürzung nehmen und uns dann einschieben. Komm schon. Nö, wir sind an 3. Verarschen. So. Auf dem Windschatten. Didididididid. So, springen wir und nehmen wir den inneren Weg. 9% sind abgeschlossen, also der Sprint ist jetzt nicht so lang. Komm, ich will dich doch gar nicht drehen. So, da habe ich ihm noch mal den Arsch gerettet. Dafür hat er mich eiskalt abgeschossen. Der Penner, aber der Sprint ist lang. Und wir haben ja Zeit, ne? So, hier um die Kurve gecruised. Ja, das ist machbar, die sind nicht viel schneller als ich. Werde ich mich gleich mal in den Windschatten dieses netten Nissan setzen. Wenn der Mazda hier nicht rumzicken würde, würde das auch einfacher gehen. Der gelbe Mann, der ungefähr denselben Lack hat wie ich, aber nicht den Lack, ihr wisst schon. Also er hat den Lack auf seinem Auto, aber er hat keinen Lack wie ich. Außerdem hat er den Skill nicht. Und außerdem ist er hässlich. Wie heißt denn du, mein Freund? Wer bist du denn? So, da hat er sich nochmal meinem Drehversuch erfolgreich entwunden, aber mit dem Nitro, das er mir dadurch gegeben hat, komme ich gleich wieder näher ran und werde ihn drehen, weil ich diesen Kavi, wie er heißt, der uns auch so schön beleidigt hat, mit dem Ziel warten. Also Kavi, ich warte im Ziel auf dich, ne? Hau rein. Haha. Der ist voll in ihn reingefahren. Die Volltrottel halten sich alle zu dritt gegenseitig auf. Und schon haben wir einen gewissen Vorsprung. Was will man denn mehr? So, hier rum. Ja. Die Kurve war bis auf den Endteil echt nett genommen. Auf der Autobahn ziehen wir sie eh alle, weil er eine gute Höchstgeschwindigkeit hat, der Hyundai. So, zack, hier rum. Auch mit dem Power Slide, der uns nicht zu viel Zeit gekostet hat. Das Nitro spare ich mir jetzt. Auf der Autobahn ist sowas immer ganz nice. So, nee, die Kurve ist mir zu eng, dass ich sie so nehme. Und so viel zu, ich verbrauche das Nitro auf der Autobahn, ne? Kennt er ja. Solche Aussagen sind dann immer relativ, relativ zu sehen. So, da schießt der nächste um die Kurve. Ich hoffe, dieser Kavi ist jetzt auf dem letzten Platz, auf dem wir ihn gedreht haben und der auch noch voll gerammt wurde, weil er quer stand. Tut mir irgendwie nicht leid, er hat uns nämlich beleidigt. Ja, ist letzter. Hahaha. Du Opfer. Naja, aber hat einen ganz coolen Wagen. Was muss man ihm lassen, so auf gefakte Corvette-mäßig. So, wer ist denn da hinter uns? Doch nicht etwa Robbie Williams. Eine Sekunde exakt. Tendenz aufholen, Greg. Und Kavi hat sich schon wieder auf den dritten Platz gesetzt. Ja, weil Scott da irgendwie ein bisschen rumhampelt, wenn ihr gerade den Pfeil euch mal reinzieht. So, 79%. Jetzt gilt es, sich abzusetzen. Ja, und wie gesagt, also was die Höchstgeschwindigkeit angeht, zieht der hier schon gut, der Hyundai. Ich weiß nicht, wie hoch kriege ich ihn jetzt. Ich habe ihn noch nicht ganz getuned, weil ich habe ein paar neue Teile frei. So, hier jetzt keinen Unfall mehr bauen. Am besten auf der Außenspur bleiben. Dann sollten wir es haben. Jo. Das ist der Sieg. 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 Hier geht's in Richtung Hates, aber das ist das Ende des Sprints. Ja, das war doch nicht so schwer. Hoffentlich kriegen wir 100 Rufpunkte oder so. Das wird auch ganz gut. So. Ja, Scott mit 10 Sekunden Verspätung. Und Kavi ist nur Dritter geworden und 100 Rufpunkte für uns. Danke. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Dum, 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 dum. Oh, es gibt ein URL, es gibt ein URL, es gibt ein URL. So, ich würde sagen, wir machen jetzt den StreetX, dann machen wir den StreetX und dann fahren wir zum URL. Ist das eine Ansage? So, dann müssen wir, glaube ich, hier rum. Damit wir uns so ein bisschen durcharbeiten. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich in die Hates fahren und die Sprints da oben abarbeiten. Drift, ja, und einen Sprint. Aber da habe ich wenig Bock drauf eigentlich. Weil mich reizen die StreetX im Moment einfach mehr. Die Straßen-X auf gut Deutsch. Na gut, Jackson Hates. Wo wir lange ja nicht mehr waren. Dum 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 dum
dum, dum, dum. Grünes Licht. Hier kriege ich vielleicht wie oft einen Karosserieteile. Auch wenn ich den Eingang gut verpasst habe, aber Irren ist menschlich. Weiß jetzt nicht, was das auf Latein heißt. Ich habe kein Latein. Was? Hier ist ein Lackshop. Hä? Willkommen im Bayview Lack und Dekorshop in Jackson Heights. Du hast jetzt Zugriff auf zusätzliche Lackarten, Decal-Platzierung und Winlays. Alle, ja, ja, bla. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Da war doch grünes Licht. Na gut, dann haben wir den jetzt wenigstens mal erkundet, den Lackladen. Aber hier war doch grünes Licht, bin ich mir ziemlich sicher. Muss ich nochmal gucken. Ja. Ach so, hier ist ein Lackshop und ein Karosserieshop direkt nebeneinander. Willkommen im Bayview Karosserieshop in Jackson Heights. Du hast jetzt Zugriff auf neue Frontstoßstangen, Heckstoßstangen und Seitenschützer an. Jawohl, das wollte ich. Alle Teile aus zuvor freigeschalteten Karosserieshops sind hier ebenfalls verfügbar. Wie immer. Gut, dann können wir hier den gleich lackieren und mit der Karosserie vollstopfen. Dann fehlt nur noch Neon und so. So, nee, wollte ich gar nicht. Hier, Frontstoßstangen, was haben wir denn hier? Nee, das sind ja alles die alten Shadow, Strike und Overdrive und Sweeper. Ja, Sweeper sieht schon ganz geil aus. Und hinten, wie sieht Sweeper denn auch aus? Overdrive, Sweeper sieht heftiger aus. Und Seitenschützern. Joa, lass mich überlegen. Ja, nehmen wir auch Sweeper, der Vollständigkeit halber so. Der Spoiler sieht eigentlich schon ganz cool aus, aber mal sehen, ob wir so ein flaches Exemplar finden. Ich überlege gerade, der oder der. Na, der ist irgendwie dezenter. So, was nehmen wir denn hier für eine Motorhaube? Aeromax sieht ganz cool aus. Ne, ich nehme das hier, Sybil. Dachspoiler. Nehmen wir natürlich den mit der höchsten optischen Bewertung. Und ja, der Twister sieht ganz gut aus, ne? Gibt's irgendwas Dezentes vielleicht? Ich stehe ja nicht so auf Dachspoiler. Hier, Aero-Style, komm. So, die Frontscheinwerfer. Ja, Quarz sieht ganz gut aus. Rückleuchten, die sehen eigentlich auch schon jetzt ganz gut aus. Reaper nehmen wir da mal. Außenspiegel. Rebound, nee, da finde ich die Rezone 8 sieht am besten aus. Und hier natürlich Ace, oder? Livia, nee, Livia ist mir zu mickrig. Ace natürlich. Felgen, was nehmen wir denn da? BBS. BBS, Enkai. Der hat schon eine höhere optische Bewertung. Ja, die sehen nice aus. Shogun, Mann. Schön fett machen. Kennt der Carbon, Carbon-Motorhauben. Nö, das macht die optische Bewertung runter, also kannst du mir gestohlen bleiben. Und Kotflügelverbreiterung haben wir noch nicht freigeschaltet. Gut, dann geht's jetzt ans Spritzen. Natürlich nicht ans Abspritzen, sondern sonst ans Spritzen unseres Hyundais. Ich habe da schon eine grobe Vorstellung. Yeah, Fall to the Floor. Ein weiterer Grund, unser Auto aufzumotzen für das Cover. Aber es sieht schon ganz nice aus mit dem Sweeper und den Felgen. So, Lack. Grundfarbe natürlich erstmal. Was haben wir denn hier? Haben wir eigentlich schon... Ah, Metallic haben wir schon frei. Das ist natürlich cool. Was nehmen wir denn da? Hier sowas. Sieht ganz nice aus, ne? So, eher im dunkleren Stil. Oder hier sowas. Ja, das sieht ganz nice aus. Nehmen wir das mal. Der Spoiler. Hier, orange. Du hast nicht genug Geld, um das zu kaufen. Mann, ist doch scheiße. Kann ich den Dachspoiler lackieren? Nein, kann ich nicht. Ja, gut. Ja, dann müssen wir wieder ein bisschen sparen. Haben wir gut was rausgehauen, aber jetzt ist Sparkurs angesagt. Ja, aber der Lack, Grundlack sieht schon mal ganz cool aus. Da müssen wir eigentlich nur noch ein bisschen, boah, 73 haben wir nur noch, haben wir gut was ausgegeben. Müssen wir eigentlich nur noch, aber es ist ziemlich fies hier, sieht man nur das grüne Licht und das rote sieht man gar nicht so. Na gut, wir haben es gefunden und jetzt können wir frisch aufgemotzt zum neuen Streetex. Ein versteckter Sprint, oder? Jawohl. Aber erstmal das Geld dahinter und den nehmen wir natürlich gerne an, wir brauchen nämlich Geld. Ich hoffe, der ist nicht hier durch die Jackson Heights. Natürlich ist er das. Boah, ich glaube, die sind so ätzend, ne? Na gut, heute fahren wir nach den Sprintregeln und bei dem Rollstuhl, den du da hast, kannst du dein Geld eigentlich auch jetzt schon abdrücken. Ja, Ray Charles. Schreib du mal lieber wieder gute Songs.
Jo, was sehe ich denn da für schöne Autos? Alter, die Sprints durch die Hates sind echt ätzend. Die mag ich gar nicht. So. Dann wollen wir mal loslegen. So, wer macht den besten Start? Da sehe ich Mazda. Noch ein Mazda. So, erstmal gleich in Windschatten setzen. Immer merken, immer am ersten dran bleiben und im Windschatten bleiben. Aber der Grundlack, der gefällt mir richtig gut. So ein dunkles Blau, was eher in Grau übergeht. Also das sieht schon cool aus. So. Immer schön wegbleiben vom Fenster, Freundchen. Hier ist geschlossene Gesellschaft. So, ich will jetzt einfach mal hoffen, dass ich den hier gewinne. Denn, ja, die Hates mag ich einfach nicht so. Von Sprintrennen und so. Die Drifts sind ganz cool, den Berg hier runter. Aber das wird ja alles noch kommen. Ich will nicht zu viel spoilern. Erfahrene Spieler werden, glaube ich, wissen, was ich meine. So, die Kurve war gut genommen. Lisha, Greg und Charles. Ray Charles ist gerade wohl zu viel mit seinen Musik-Songschreiben beschäftigt. Oder es liegt einfach daran, dass er der Kerl war, den wir gedreht haben. Who knows? So, immer weiter aufwärts geht's hier. Ich hoffe, es geht doch mal wieder abwärts. Hallo, hier spricht Captain Niveau. Wir sinken. Boah, der Witz ist so schlecht. Den habe ich mal irgendwo gehört. Und eigentlich gehört der Auto verprügelt. Aber ist dann eben so, ne? Leben ist nicht immer fair, aber immer gerecht. Ist doch auch ein guter Spruch, oder? Ist jetzt selbst erfunden. Oh nein, ich labe hier scheiße, weil ich mich extrem konzentriere. So, wer hat sich denn da knapp hinter uns gesetzt? Dieser Charles. Also war es am Anfang gut, ihn zu drehen, weil er wohl die größte Bedrohung ist. Die anderen sind ja weit zurück. Versuche ich ihn mal hier den Berg abwärts abzuhängen. Oh, die Kurve sieht böse aus, deswegen bremse ich mal lieber ein bisschen kurzfristiger, damit ich nicht so voll in die Leitplanke knalle. Bei NFS Carbon, da haben sie es ganz geil gemacht, da gibt es so Canyon-Rennen, also ungefähr dieselbe Umgebung wie hier, aber wenn du die Leitplanke runterfällst, dann fliegst du erstmal so 1000 Meter in den Abgrund und hast verloren. Das fand ich immer ganz, ganz geil, weil du hast eben diesen extremen, ja, Nervenkitzel, würde ich es nennen. So, jetzt haben wir den Charles ein bisschen auf Distanz halten können. Oder hat einen Fehler gemacht. Who knows? Auf jeden Fall ist Greg ihm nah auf den Fersen. Beide so knapp 2 Sekunden hinter uns. Bisschen weniger. Tendenziell wird es aber mehr. So, und wir haben schon 63% geschafft. Und da es jetzt abwärts geht, sollte das schneller gehen. Und bis jetzt sehe ich keinen Grund, warum wir diesen Sprint hier verlieren sollten. Ich spare mir das Nitro mal. Ihr kennt meine alte Knausrigkeit hier mal. Wenn da jetzt ein Auto gekommen wäre, wäre ich gearscht gewesen. Aber das Glück hält heute an. Heute stelle ich mich eigentlich nicht schlecht an. Wenn ich das nur sagen darf, die Pros unter euch hören jetzt sagen, ach, halt's Maul, du Dummkopf. Was du da fährst, ist der letzte Dreck. Ja, mag sein, aber ihr müsst immer bedenken, ich laber dabei auch noch Scheiße. Und zwar auf höchstem Niveau. Und das ist immer nicht so einfach, das Spielen mit dem Reden zu verknüpfen. Und wenn ich mich so konzentriere wie jetzt gerade, wo der Sprung könnte tückisch werden, weil genau ich nicht in so einen reinfahren will. Geil, geil, geile Scheiße. Ey, nein, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Boah, das ist doch so ärgerlich. Und der Kerl holt sich jetzt den Sieg durch einen unverschuldeten Fehler von mir. Naja, Leute. Oh, Moment, da ist, muss ich ganz kurz einen Schnitt machen. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Und auf ganz mysteriöse Weise bin ich jetzt erst mit 5 Sekunden Vorsprung. Ja, sorry Leute, aber es hat mich jetzt gerade zu sehr angepisst, deswegen habe ich einmal Schnitt gemacht, das Rennen nochmal gemacht. Weil es war ja nicht mehr durch mich verschuldet, ich konnte ja nicht mal, es war ein blinder Sprung sozusagen. So, und dieses Mal habe ich einfach straight die alle gedreht, sie richtig gehasst und Gage Charles ist hinter uns. So, damit wäre dieser versteckte Sprint auch gewonnen. Jetzt werden wir noch zum Streetex fahren. Wir haben nämlich wieder ein bisschen Geld, was wir gleich beim Lackhändler investieren werden. Ja, dieser Sprung hier, der hat mich eben den Kopf gekostet. Naja, gut. Ich konnte diesen Laster auf keinen Fall sehen und habe ich mich auch so scheiße gedreht.